Da freue ich mich schon drauf, wenn der nächste Anschlag in Deutschland ist und die Bild-Zeitung die Frage stellt, wie viele Deutsche waren betroffen. Ein schönes Zitat. Ich freue mich, wenn der nächste Anschlag in Deutschland ist. Keine Nase mehr. Ich habe keine Nase mehr. Wusstet ihr schon, dass ich keine Nase mehr habe? Michael Jackson? Ja, aber das ist ja ein wundervolles Intro. Wow, da drücken wir Aufnahme und dann kommen direkt die Gags so flüssig. Hallo, wer wissen? Das ist professionelles Radio, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind Brennpunkt Internet. So ist es. Ja, wir zwei beiden, Tino und Robin. Wow, eure Lieblingshost, ein saftiges Aloha aus der Datenautobahn. Hier wird jede Woche gründlichst erzählt, was die Wochen zuvor passiert ist. Und eingeordnet für Sie und für euch, ja, liebe Kinder. Wir helfen euch, weil ihr das alleine nicht auf die Reihe bekommt und auch so dieses Mal. Tino, ich muss dir sagen, heute wird ein bisschen tonal anders bei mir. Oh weia. Wir sind ja sonst immer so kleine Lustiküsse und machen so hier, da Spaß. Aber heute möchte ich mein altes Format wieder aufleben lassen aus einem Vorgänger-Podcast. Denn diese Radiosendung, die ihr gerade vielleicht im Radio hört, ist zudem ein Internet-Podcast, kommt auch jeden Sonntag im Netz für etwas jüngere Zielgruppe. Und da habe ich auch schon Erfahrung gesammelt in einem anderen Podcast, habe da die Sparte gemacht, Rant um euer Leben. Oh. Ich habe mir aber gedacht, nein, ich kann das nicht einfach wortwörtlich so wieder aufleben lassen. Ich habe mir was Neues überlegt. Es ist ein Rant-Beitrag. Ja, schön. Das gibt's dann aber später. Was ist denn ein Rant? Das sollten wir vielleicht diesen netten Senioren am Empfangsbolzen noch mal kurz erklären. Ein Rant ist quasi eine Hasstirade. Wenn einem etwas richtig auf den Sack geht, dann fängt man an mit Ranten. Das was ist so euer Ehemann quasi jeden Abend fabriziert. Ja, während er euch in den Schlaf schlägt, richtig. Nur online. Witze über häusliche Gewalt, nur hier bei Brennpunkt Internet. Ein großer Willkommen. Spaß. Es ist viel passiert, oder? Es ist wirklich viel passiert. Gebrannt. Wir sind jetzt in der 15. Folge mittlerweile. Ja. Das heißt, wir kommen langsam, aber sicher wirklich auf den Hochpunkt der Pubertät. Da ist es auch okay, wenn man mal ein bisschen rummotzt. Ja. Ich könnte zum Beispiel jetzt rummotzen über meine Nase, aber scheiß drauf. Das bringt nichts. Ja, ich habe nämlich so ein bisschen allergisch bedingt verstopfte Nase, auch in den letzten Folgen schon. Hin und wieder mal aufgefallen vielleicht, ich warne euch nur vor, das ist Radio. Und ich habe sexuell bedingt eine Verstopfung im Hintern. Okay, ist auch ungünstig, ist auch ähnlich, ungünstig, ähnlich ja. Nervig. Es behindert ähnlich. Ja, meine Güte, was war denn dieses Wöchelchen schon wieder los, Tino? Sri Lanka, war das nicht auch die Woche oder sowas? Ja. Da war doch irgendwas, da war doch so ein Vergeltungsanschlag, ne? Die große Ostermesse. Ja. In Sri Lanka. Jeder hat es gehört, aber wir werden es trotzdem hier nochmal besprechen. Das ist ein gutes erstes Thema. Das mit dem Vergeltungsschlag, was du da sagst, oder vielleicht lassen wir es nochmal ganz kurz von vorne aufdrosseln, ja? Weil eventuell ist hier eine Person, die das nicht mitbekommen hat. Es gab mal wieder ein bisschen Bombenstimmung. Haha, lol, lol. Der Mensch lernt nicht aus. Wir wollen weiter Bomben fallen lassen. Man merkt schon, ich bin heute echt ein bisschen zynischer aufgelegt. Das wird sich alles noch ein bisschen aufklären, wenn ich dann nachher zu meinem tatsächlichen Rant komme. Es gibt mehrere Themen, über die ich dann wirklich mal eigentlich mehr Real Talk-mäßig, also echt Gespräch, mich drüber aufregen möchte. Nee, ja, genau. Naja, nicht ganz, aber ja, ich würde mich halt wirklich gerne mal ein bisschen aufregen. Es gab ja nicht nur Bomben, ne? Es gab ja auch Schüsse, oder? War das mit nur Bomben? Ich weiß es nicht genau. Oh, da musste aber jetzt, also meiner Meinung nach waren das nur Bomben. Ich weiß es nicht. Es gab Bombenangriffe am Ostersonntag in Sri Lanka. Das habt ihr jetzt alle längst schon wieder vergessen, weil, soweit ich weiß, kein Deutscher betroffen war. Ach, dann ist es ja nicht so wichtig. Dann ist es nicht so wichtig. Außerdem war es auch in Sri Lanka, das ist halt nicht sehr westlich, im Gegensatz zu Neuseeland zum Beispiel, was ja so kulturell doch eher westlich orientiert ist. Deswegen haben das alle auch schon wieder vergessen. Das Tragischste daran ist, dass es an Ostern war. Das kennt man hierzulande auch, dieses Ostern, habe ich schon mal gehört. Ja, was ist passiert? Ich glaube, 8 Leute oder so, also es waren wohl viele Leute dran beteiligt. Auf jeden Fall gab es viele Explosionen, unter anderem bei 3 sehr prominenten Kirchen und bei 3 Luxushotels in Sri Lanka, beziehungsweise auf Sri Lanka. Ist ja eine kleine süße Insel neben Indien. Und das Ziel waren offensichtlich Christen, christlich gläubige Menschen. Ja. Und zwar ausgerechnet am Ostersonntag. Sonntag war es, ja. Nicht Samstag. Nee, und das war auch wirklich ganz gezielt auf die Messen abgesehen. Richtig nette
Also da fehlen mir einfach so ein bisschen die Worte, richtig nette Aktion, so wenn die ganzen, wenn möglichst viele Unschuldige, ja, sich versammeln, um einfach nur, ich meine, ich bin nicht christlich und ich sag auch, okay, müsst jetzt ja nicht unbedingt euren Glauben, Nee, es geht ja um Menschen letztendlich. Ja, genau, das wollte ich sagen, dass man einfach den Glauben da einfach mal ausklammern kann, aber der Punkt ist, dass sie sich da halt zu einem Fest zusammenfinden und dass man das gezielt attackiert. Aber klar, aus der Logik eines Terroristen, und ich mag dieses inflationär genutzte Wort eigentlich nicht, aber aus der Sicht macht es natürlich voll Sinn. Absolut, es gab ja auch 300 Tote oder so. Ne? Also pass auf, das ist nämlich so eine Sache, 300 Tote wurde gesagt, ja. Dann aber wurde das zurückgenommen, mittlerweile ist bestätigt die Zahl 253, darunter 45 Kinder, und 300 Tote hieß es, weil es so viele Leichenteile gab, dass es einfach zu Verwechslungen kam, also man konnte es nicht so gut zuordnen. Und wenn man alleine diesen Satz sich mal auf der Zunge zergehen lässt, erfährt man erst, wie abartig das ist, was da passiert ist. Also einen großen sarkastischen Applaus Richtung wer auch immer jetzt dafür verantwortlich war. Wenn ich es wüsste, würde ich jetzt auch die Namen hier nicht nennen. Ich weiß nur, dass mehrere beteiligt waren, denn das war ja über eine Stadt hinweg verteilt, nicht an einem Ort und auch irgendwie innerhalb von wenigen Stunden. Und das mit dem, was du gemeint hast, mit Vergeltungsschlag, ich weiß nicht, ob das so 100% bestätigt ist. Der islamische Staat hat sich zumindest bekannt dazu. Das ist halt das Ding. Das machen sie ja sehr gerne. Ja, also ja. Selbst wenn irgendwie Herr Kleine die nächste Wahl verliert, würde der islamische Staat sagen, ja okay. Sie gewinnt. Oder gewinnt, also ja. Sie gewonnen hat, kam der IS auch und sagte, das war unser Anschlag. Unser Zutun. Richtig. Und sie haben halt gesagt, es wäre ein Vergeltungsschlag für Christchurch. Ja, Brennpunkthörer wissen mehr. Wir haben über Christchurch auch ausführlich informiert. Da waren nämlich die muslimischen Mitmenschen in Neuseeland das Opfer. Diesmal waren es eben Christen. Wie geht dieses Sprichwort Auge um Auge und die Welt wird ein besserer Ort, richtig? Auf jeden Fall, so ist das. So kenne ich das auch. Ich finde es auch gut, dass es die Richtigen trifft, weil die Leute, die zur Ostermesse in Sri Lanka gehen, die waren wahrscheinlich auch die, die diesen 4chan oder, nee, 8chan, sorry an alle 4chan-Nutzer, Idioten aus Christchurch. Die haben den bestimmt alle unterstützt. Also ich finde es gut, dass es jetzt die Richtigen getroffen hat bei diesem Vergeltungsschlag. Sollte es denn einer gewesen sein? Absolut, statt Ostereier suchen, war es halt diese Leichenteile suchen. Ja, das ist ein großer Spaß. War ja auch thematisch wenigstens passend. Stimmt. Was ist denn eigentlich Frohen Leichnam? Naja, das. Bist du Assi? Ich weiß es, ich habe keine Ahnung. Ich bin zwar getauft worden, evangelisch, aber ich bin ausgetreten. Hallo, raus hier. Ich bin getauft worden, aber ich habe von diesem ganzen Kram keine Ahnung. Ich weiß, dass Jesus mal gestorben ist, ans Kreuz genagelt wurde. Mehrfach, danach ist er wieder auferstanden. Dann kam der Osterhase, hat ihn befreit. Ach, ich habe keine Ahnung, es ist alles ein bisschen kompliziert. Ich kenne das auch so, dass Jesus am Kreuz hängt irgendwie und sagt, bitte versteckt Eier. Ja, genau. Und so war das. Jesus seine Eier quasi. Ich bin da wirklich in der Lore nicht so drin. Nee. Da interessiere ich mich dann doch mehr für die Dark Souls-Lore. Sorry an alle Christen an dieser Stelle. Was sagen Sie, Herr Kleine? Wofür steht Frohen Leichnam? Ja, es ist ein Fest, oder? Also jetzt auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht mehr, wann das ist. Ist das Samstag? Also ich weiß nicht, ob das überhaupt mit Ostern zu tun hat. Ich kannte nur dieses. So. Ich wollte nur wissen, ob du das vielleicht weißt. Ich kenne Toten Sonntag. Das ist dann im November oder so. Ja, hoffentlich nimmt sich das keiner zum Vorbild. Aber was ich sagen wollte, jetzt mal wirklich wieder, ja, spitzfingerige Zynik hier angewandt, die Bild. Habe ich dir auch direkt zwei Screenshots geschickt, wie die Bild natürlich noch, während die Bomben quasi in der Explosion sind, schon wieder die Fragen stellt, die wichtigen investigativen Fragen stellt. Waren Deutsche dabei? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Mein erster Gedanke war, oh Gott, wie viele Deutsche waren es denn diesmal? Ja. Und dann konnte ich beruhigt aufatmen, es war keiner. Also das hast du jetzt, glaube ich, auch nur von mir gehört. Also ich weiß es gerade nicht, aber es ist auch völlig egal. Verdammte Scheiße, ich verstehe es, dass es für die Personen, die vielleicht gerade wissen, okay, meine deutschen Verwandtschaften, die sind gerade in Sri Lanka, aber dann könnte man die auch einfach kontaktieren. So viel kann ich da braucht sagen. Man nicht die Bild-Zeitung, die sagt dann, okay, fünf Deutsche waren dabei, weil dann weißt du immer noch nicht, ob deine Verwandtschaft betroffen ist. So, das ist der einzige Punkt, den ich ansatzweise nachvollziehen könnte, dass man sagt, okay, ich möchte wissen, ob meine Verwandten betroffen sind. Wir waren nicht betroffen, wir zwei, das kann man sagen. Mit Sicherheit. Zum Glück und zum Leidwesen aller Radiohörer. So ist es. Aber Sie können ja wegschalten, wenn Sie wollen. Es gab noch ein paar Konsequenzen, denn Social Media wurde gebannt. Für eine bestimmte Zeit in Sri Lanka. Und da denke ich mir, das wäre dann spätestens der Punkt gewesen, wo hier in Deutschland also wirklich Polen offen gewesen wäre. Richtig Riot hier, richtig Riot. Also wenn man dann nicht mehr irgendwie seine Gedanken und Gebete
äußern kann über Twitter. All prayers to ja, the victims. Richtig, wenn das nicht mehr möglich ist in Deutschland, also spätestens dann würden hier alle auf die Barrikaden gehen. Ja, ich denke auch. Ich weiß nicht, ob es da jetzt in Sri Lanka verheerende Folgen hatte, dass da die Leute nicht mehr Live-Videos von Tatorten posten konnten, aber... Keine Livestreams, keine Selfies mit den Leichen teilen. An sich muss man Real Talk-mäßig wirklich sagen, ich verstehe auch da den Ansatz, ja, wir wollen nicht irgendwie Fake News verbreitet sehen und so, weil soweit ich weiß, war das ein Grund fürs Blocken der Social-Media-Seiten. Aber mein Gott, also... Es gibt ja auch Nachrichtensperren, um einfach den Terroristen nicht die Möglichkeit zu geben, zu recherchieren, wie weit die Ermittlungen gerade fortgeschritten sind, wo sind gerade viele Menschen, wo ist die Polizei ja gerade. Das hat schon alles seinen Sinn irgendwie, aber da gibt es wohl keine ideale Lösung. Naja, andererseits war es ja auch schon in der Vergangenheit so, dass der Polizei durchaus mal geholfen wurde, dadurch, dass einfach Leute irgendwie über Social Media gesagt haben, hier übrigens, hier läuft noch einer rum, der hat so einen komischen Dynamitgürtel um seinen Bauch, kann man da was machen? Hm. Wenn das dann nicht mehr möglich ist, ein bisschen ungünstig, ach so, oder? Ja, das stimmt. Naja, also dann habe ich noch gehört, dass 10 Tage vorher bereits gewarnt wurde, dass es da so einen Anschlag gibt. Von wem? Weiß ich nicht, so anonymer Anruf oder irgendwie sowas, habe ich nicht ganz mitgekriegt, interessiert mich auch nicht. Der Punkt ist einfach, das passiert öfter, also irgendwie global gibt es jeden Tag so viele angekündigte Anschläge, aber die passieren dann halt nicht. Ist natürlich trotzdem hart, dass 10 Tage vorher bereits bekannt war, dass das passieren wird. Ja, sie müssen und, ja auch jeden eigentlich ernst nehmen, ja, letztendlich. Aber da kommt es ja nicht hinterher. Wer weiß. Ja, und das Allerwichtigste, der Eiffelturm war dunkel. Oh. Für die guten Opfer. Oh, für die guten Opfer. Nicht für die bösen Opfer, sondern für die guten Opfer. Eine gute Aktion für die armen Opfer, weil wenn der Eiffelturm einen Tag dunkel ist, dann, ja, was ist dann eigentlich? Dann ist es wieder wettgemacht. Also das passiert ja öfter. Neutralisiert. Also ich verstehe auch hier, sag ich heute öfter, weil ich bin ein sehr verständnisvoller Typ. Ich verstehe auch hier, ja, ne, irgendwie zeigen so. Aber das geht doch anders. Oder mit Taten oder so. Ja, spendet doch da mal irgendwie euer Notre-Dame-Geld hin. Wie wär's? Ja, die leuchten dann ja immer irgendwelche großen Gebäude in den Landesfarben, ja, wo der Anschlag gerade war. Das ist so ein viraler Marketing-Gag dann auch, ja, schon, ja, geworden. Ja, ich weiß nicht. Das ist doch so Geldverschwendung, Energieverschwendung. Lieber nee, aber der Eiffelturm lieber war ausmachen, dunkel. Richtig. Ja. Finde ich von eine ökologische Idee. Sicherlich auch von der Greta Thunberg inspiriert. Also ich spreche mein Lob aus an die Eiffelturmbeauftragten in Paris. Die Eiffelturmbeauftragten. Ja, Herr Kleine, warum haben wir unser deutsches Nationaltheater nicht mal ausgemacht für einen Tag? Das wurde angeleuchtet. Echt? Wer steckt wo dahinter, hinter dem Anschlag? Ich weiß es nicht. Wurde das wirklich angeleuchtet? Ich habe keine Ahnung, das leuchtet doch immer nachts, ach so, oder? Nee, ich meine jetzt in den Farben von Sri Lanka. Ach so. Oder so. Nee, wie war sind nicht die denn, die Farben von Sri Lanka? Grün, gelb, schwarz? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Wissen Sie es, schreiben Sie es uns bitte. Ja. Welche Landesfarben hat Sri Lanka? Oder hatte Sri Lanka? Gibt es Sri Lanka eigentlich noch? Na, jetzt nicht mehr. Okay. Stelle ich mir wie so ein kleines Land vor, wie so Luxemburg. So ein kleines Insel-Dings irgendwie, was dann untergeht, ja, bei einer Bombe. Ich finde es halt echt gut, dass wir die Situation mit Sri Lanka haben, weil wenn das jetzt zum Beispiel in Deutschland oder in der Schweiz gewesen wäre, dann könnten wir diese Witze nicht machen, weil dann würden die Leute sich alle aufregen. Aber es ist ja nur Sri Lanka. Es würde ja uns betreffen dann, ja. Und Deutsche unter Umständen, die Deutsch sprechen und Deutsch aussehen. So waren es nur ein paar Sri Lankanesen. Oder da freue ich mich schon drauf, wenn der nächste Anschlag in Deutschland ist und die Bild-Zeitung die Frage stellt, wie viele Deutsche waren betroffen. Ein schönes Zitat. Ich freue mich, wenn der nächste Anschlag in Deutschland ist. Ups. Ja, freue ich mich nicht drauf. Tatsächlich, Leute, ist es ja bei der AfD so. Ich habe dieses Buch gelesen von der Franziska Schreiber, Inside AfD, wo sie auch sagt, dass in diesen internen WhatsApp-Gruppen echt sich die Leute gefreut haben von der AfD, als dieser Breitscheidplatz angegriffen wurde, wo dieser LKW da reingefahren ist, okay, Weihnachten, dass sie dachten, endlich, jetzt glauben sie uns, jetzt ist die Bedrohung wahr geworden und so. Und die haben sich gefreut darüber. Ja, also da, ich weiß nicht, da kann ich halt echt nur noch mit Zynik kommen. Wie gesagt, ich habe heute so einen Tag. Ja? Leute, müsst ihr auch mal Verständnis haben. Da fällt es mir echt schwer, auch hier locker, flockig, alles. Das ist, also diese Woche war wirklich eine Menge, die mich persönlich aufgeregt hat. Wenn man dann hört, worüber ich mich dann noch aufregen will im Vergleich zu Sri Lanka, ist das ein kleiner Furz so eigentlich. Mhm. Aber alles kulminiert zu dem zusammen, ist einfach
nicht geil. So. Ich hatte das Gespräch vor ein paar Tagen erst auch über Sri Lanka und solche Geschichten und allgemein die ganzen Anschläge, die jetzt dieses Jahr waren. Man wird so ein bisschen nihilistisch und denkt sich, ja okay, dann hat es halt die Menschheit nicht anders verdient, wenn keiner sich mal aufeinander zugehen kann oder einfach mal sagen kann, okay, wir sind tolerant, glaubt ihr daran, wir glauben daran. Dann brennen Gebäude ständig ab und dann streiten sich alle links, rechts und die Politik und ich weiß nicht. Und auch diese Umweltgeschichte, ja, Fridays for Future, dass man sogar da nur den Blick legt auf darauf, dass die Kinder die Schule schwänzen. Ja. Das verfehlt auch völlig den Sinn hinter dieser ganzen Aktion. Und ich glaube, die Menschen wollen nicht gerettet werden. Richtig, Leute. Also fangt doch bitte mal an, die positiven Sachen in Dingen zu sehen. Tino fängt jetzt damit an und sagt uns das Positive, was an Sri Lanka ist. Das Positive ist, wir haben andere Sachen nicht mitbekommen vielleicht. Zum Beispiel in, da hast du dich aber jetzt gut durchgewunden, ja, ne? Du Schelm. Zum Beispiel in Ankara. Wir hatten das Thema schon mal vor 1 oder 2 Wochen, dass Erdogan als Diktator völlig enttäuscht, auf ganzer Linie. Er hat Wahlen verloren als Diktator. Wie ist das denn möglich? Und jetzt ist das nächste passiert, und zwar in Ankara, der Hauptstadt von der Türkei, wurde das CSD-Verbot aufgehoben. Aufgehoben? Ja. Ist das jetzt so ein Kompromissversuch? So? Der CSD ist übrigens der Christopher Street Day, eine schwulen, lesben, trans, nicht-Heterosexualitäts-Demonstration. Wer ist dieser Christopher eigentlich, von dem man da immer hört? Nee, das war so eine Straße früher. Ach so. Da wurden wohl mal Homosexuelle irgendwie hingemetzelt oder keine Ahnung. Hörst du mal auf, solche Sätze zu sagen, wenn ich gerade noch im Lachen bin? Lol, hingemetzelt. Ja. Ja, und es ist jetzt jedenfalls so, dass man wieder den CSD machen darf in Ankara. Erdogan, was ist los? Was ist passiert? Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, kommt zurück, hab mich wieder Liebversuch, oder? Obwohl eigentlich... Kann ich mir nicht vorstellen. Also nichts jetzt gegen die türkische Bevölkerung oder so, aber ich glaube, das ist ja jetzt nicht so eine ganz abwegige Meinung in der Türkei, oder? Dass Homosexualität nicht so gut ist. Ja, auch in Polen. Das war jetzt auch so, dass diesmal aber umgekehrt, der Präsident von Polen sagte, dass Homosexualität das Fortbestehen Polens gefährdet. Also, es ist schon, also wenn Hitler es nicht geschafft hat, das Fortbestehen von Polen zu gefährden, dann schaffen es die Schwulen und Lesben auch nicht. Vielleicht der schwule Nazis, ich weiß es nicht. Aber in Ankara jedenfalls, also ich freue mich für die Ankaranesen, aber ich bin ein bisschen enttäuscht von Erdogan als Diktator. Nicht als Mensch, aber als Diktator. Hm. Der braucht mal ein paar Tutorials, glaube ich, wie das richtig geht. Vielleicht können wir ihm einfach als Deutsche da unter die Arme greifen. Oder glaubst du, das ist ein Vorbote für sein kommendes Outing vielleicht, für sein Coming Out? Das finde ich schön. Er hat auch einen sehr schönen Bart, muss ich sagen. Ja. Dieser kleine Schnauzer da würde ich gerne mal mit meiner Zunge dran rumspielen. Der ist auch Erdogan. So ein bisschen versaut, glaube ich, der Erdogan. Das ist ein ganz schlimmer Finger. Also was der alles... Nee, nee. Kennst du das Video, wo er eine Rede gehalten hat und seine Stimme weg war? Nee. Ah, doch, ja. Sehr lustig, sehr lustig. Doch, ja. Großartig. Ein paar Proseccos, wie heißt das denn? Picolönchen. Picolönchen zu viel geschlürft. Nice. Kommen wir zu mehr Uplifting News. Es geht um Saudi-Arabien. Yeah. Da hört man ja auch nur Positives. Aber also Uplifting, so Menschen-Uplifting. So ja, richtig. Am Hals. Richtig, richtig. Ja, so ähnlich. Ich komme gleich dazu. Aber vielleicht machen wir wirklich mal die nächste Folge oder so oder als Special dann zum Staffelfinale Folge 20 wirklich nur positive Sachen, weil jetzt gerade passiert halt wirklich irgendwie vermehrt Negatives auf der Welt und ich will jetzt nicht nur über Schlechtes berichten. Wir könnten eine europaweite Sendung machen. Das müsste genau da reinfallen. Ja? Könnten wir auf die Straße gehen und könnten Leute befragen zu ihrer Wahl, wen sie wählen und warum nicht. Ist ja anonym. Mhm. Könnte man machen, ja. Gut, auf jeden Fall, Saudi-Arabien hat 37 Leute geköpft. Mhm. Da denkt man sich, okay, ja, die Amerikaner, die machen ja auch Todesstrafe noch in Business manchen Staaten. As usual. Ja. Aber sie haben sie außerdem zur Schau gestellt. Die Köpfe? Ich weiß nicht, ob es die Köpfe waren oder die kopflosen Körper. Auf jeden Fall haben die Opfer angeblich terroristische Akte gemacht. Weiß ich jetzt auch nicht. Ist mir in dem Fall auch egal, muss ich sagen. Und es waren meistens Schiiten. Zwischen Schiiten und Sunniten, da kenne ich mich jetzt auch nicht so gut aus. Meine Meinung ist, wenn ihr euch gegenseitig umbringt, seid ihr alle Arschlöcher. Die einen sind gebleached und die anderen nicht. Also da mache ich jetzt auch keinen Unterschied. Der Punkt ist, mir ist egal, was da gemacht wurde, aber wenn man irgendwie die ausstellt oder zur Schau stellt, dann... Weißt du, wer das gemacht hat? Ich weiß nicht, du guckst ja Game of Thrones zum Beispiel nicht, ja? Nee, aber es gibt einen Charakter bei Game of Thrones, den jeder hasst. Und das ist Joffrey.
Der hat das auch gemacht. Das ist der Joe Garner von Game of Thrones quasi. Ja, der hat das als einziger geschafft in Game of Thrones. Also es gibt natürlich auch andere, die böse Charaktere sind, aber die trotzdem Fans haben, sag ich mal. Aber Joffrey, der war von allen einfach nur gehasst. Und der hat auch Leute geköpft und die ausgehangen sozusagen. Und da muss man sagen, Respekt an Saudi-Arabien, habt ihr wieder international gut Ruf gemacht. Aber es juckt natürlich keinen Öl. Die Frage ist, haben die jetzt immer noch Fans? Bestimmt eine Menge. Die sind jetzt auch in die weltweit Top 3 aufgestiegen damit. Die haben nämlich 149 Todesstrafen vollführt im letzten Jahr. Gratulation, damit, Saudi-Arabien. Gratulation. Da sind sie in einer Riege zusammen mit China und Iran. Ja. Der Iran ist ja sehr gehatet, auch seitens Amerika und so. Mhm. Aber Saudi-Arabien irgendwie nicht. Die sind irgendwie ganz doll dicke miteinander. Ja, komisch. Warum denn? Verstehe ich nicht. Ich glaube, die haben Geld oder irgendwie sowas. Ja, aber ob es daran liegt, nee, es ist Zufall. Das sind halt einfach tolle Leute in Saudi-Arabien. Also ich wäre jetzt nicht auch international hier ein Volk, ja, abhaten. Aber aus Saudi-Arabien hört man nicht so viel Positives. Eher weniger. Und vielleicht gehe ich dann auch langsam schon mal zu meinem Rant über. Das sind mehrere Themen. Ich versuche das halbwegs zu verbinden. Do it. Das nächste Thema hat nämlich auch noch mit Saudi-Arabien zu tun. In Jemen hatten wir ja auch jetzt schon mehrfach hier im Brennpunkt. In Jemen gibt es mittlerweile den schlimmsten weltweiten Ausbruch von Cholera. Das ist nicht so schön. Danke, Impfgegner. Genau, um das jetzt mal für euch einzuordnen, das ist sehr unangenehm. Und das ist unter anderem, weil, wir hatten das erst letzte Folge, diese Militärintervention seitens Saudi-Arabiens auf den Jemen. Ja. Gesundheit. Danke. Gezielt Bomben auf Wasserwerke wirft. Nicht nur auf Wasserwerke, sondern auch auf Beerdigungen, auf Hochzeiten, auf Krankenhäuser, auf Schulbusse. Und da denkt man sich doch, ja geil, das wird den Terrorismus bekämpfen. Ich denke auch. Also das kann nur für eine friedliche Gesellschaft sorgen, wenn irgendwie Leute gerade heiraten und da fliegt eine Bombe drauf. Wenn sie alle tot sind, gibt es auch keinen Terror mehr. Das stimmt. Aber es gibt dann halt immer noch so ein paar Untergrundkämpfer, die sich sagen, okay, ihr habt meine ganze Familie getötet. Und das sind dann Terroristen. Ich will jetzt nicht irgendwie Verständnis aufbringen für Leute, die dann in Sri Lanka irgendwie 300 Leute in die Luft springen. Aber wenn man solche Sachen hört, dann denkt man sich schon, okay, dass die Leute das nicht so cool finden und dass irgendwie ein Urinstinkt im Menschen sowas wie Rache sein könnte, das kann man zumindest etwas nachvollziehen. Ja, den logischen Gedankenhergang kann man sich auf jeden Fall herleiten, so ein bisschen vielleicht. Also für mich einfach alles dumme Menschen bleiben dumme Menschen, ob die jetzt in Sri Lanka sind, ob die in Neuseeland sind oder ob die im Jemen sind oder ob die in Saudi-Arabien sind. Mein Gott, ich dachte echt immer so, das Internet sorgt dafür, dass die Leute etwas cleverer werden. Im Gegenteil, jetzt dürfen nämlich alle alles schreiben und alle alles lesen. Ist richtig. Das Potenzial ist dennoch da. Ich habe noch ein Rest Hoffnung, dass Länder, die vielleicht sonst sehr abgeschirmt sind von Intelligenz, ohne jetzt diese Länder zu beleidigen, nichts aber gegen, da, von dem, was man gegen so Österreich, mitnimmt, ja. Dass die vielleicht dann doch einfach mal sich zumindest in die Wikipedia reinloggen und gucken, okay, was gibt es denn noch so auf der Welt? Wo hinter meinem Horizont ist da noch etwas? Das könnte ja westliche Propaganda sein, das können die nicht machen. So, und jetzt ganz elegante Überleitung von kriegerischen Auseinandersetzungen zu meinem guten Freund David Hein, der auch einen Podcast hat, Lästerschwestern, habe ich auch mal reingehört. Da wurde was thematisiert, was ich auch am Rande mitbekommen habe, das war aber jetzt schon 2 Wochen her. Und da wollte ich einfach noch mal kurz drüber sprechen. Wir hatten das hier nicht, weil ich es auch nicht so wichtig fand. 2 verschiedene Themen. Okay, das eine hatten wir zumindest angesprochen. Es gab einen kleinen Skandal mal wieder auf Twitch. Da hat eine Cosplayerin geblackfaced. Oh ja, das darf man nicht machen. Schlackert alles. Und während sie noch den Stream gemacht hat, es hat irgendwie 10 Minuten gedauert. Also Blackfacing ist, wenn man sich schwarz anmalt, als weiße Person schwarz anmalt, um einen schwarzen Charakter darzustellen, zum Beispiel. Wenn man jetzt Fasching macht und sich verkleidet als Onkel Tom oder Onkel Ben von dem Reis. Oder Roberto Blanco. Richtig, irgend sowas, aber man selber ist nicht weiß. Das sind eigentlich gar nicht gute Beispiele, weil das also wirklich eine ikonische Figur, die man feiert.
und die man darstellen möchte. Man ist halt leider selbst nicht schwarz. Also keiner würde Roberto Blanco cosplayen, sind wir mal ehrlich. Da würde ich schon verstehen, dass es vielleicht ein Diss ist. Nicht aufgrund seiner Hautfarbe, aber aufgrund von, er ist Roberto Blanco. Ganz ehrlich. Das sagst du. Okay. Zur nächsten Buchmesse werde ich Roberto Blanco cosplayen. Ich nehme dich beim Wort. Auf jeden Fall, stellt euch einfach vor, ihr habt einen Actionhelden oder so, den ihr darstellen wollt. Jetzt zum Beispiel, richtig geiler Film, nicht End of Watch, scheiße, wie heißt er denn? Wie heißt denn der, wo Will Smith der Superheld war? Hitch. Nee, ach nicht Hitch. Hitchcock. Hitchcock, ja stimmt, Alter, der hat Hitch, der Day Talker, Hitchcock, ja stimmt. Ja, zum Beispiel, man findet Hitchcock, Alfred, super geil und will den darstellen, aber man ist nicht schwarz. Gut, der hat jetzt auch nicht so die Optik, die man da machen kann. Aber der hat ja auch andere Filme, ob es jetzt der Typ ist von After Earth oder so. Also Will Smith ist ja immer ein Superheld. Ja. Dann nehmen wir halt hier Deadshot, ist der doch bei Suicide Squad. Genau, stimmt. So. Ja. Ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall jemanden, den man darstellen will, weil man ihn feiert. So. Ich weiß jetzt nicht, wen die Cosplayerin dargestellt hat. Auf jeden Fall hat sie sich das Gesicht schwarz angemalt und es hat keine 10 Minuten gedauert, bis ihr Twitch-Stream gesperrt wurde. So, da muss man sich überlegen, noch eine kleine Anekdote, ich hole echt ein bisschen länger aus, tut mir leid, Tino, du kannst dann auch ein bisschen in Ruhe reden, während ich meinen Mund wieder anfeuchte. Rauchen. Ja, gehen wir erstmal rauchen. Wir haben zum Beispiel vor 2 Tagen einen Clip, das ist der Nostraforts Härtetest, an einen anderen Twitch-Streamer geschickt, der hat sich den angeguckt. Das ist ein YouTube-Video, also dachte er sich, ja, alles gut, gucke ich mir an. Und während das Video sich so entfaltet, kommt eine Person im tigergestreiften Tanga in den Raum, tanzt so ein bisschen rum und ein Hodensack fällt aus seinem Unterhöschen raus. In eurem Video oder in dem In Video, unserem Video, in dem was wir ihm geschickt haben. Ah ja. Okay. Es ist auf YouTube. Auf YouTube ist es nicht ab 18, es ist nicht gesperrt und das seit 6 Jahren mittlerweile. Hm. Deswegen dachte er sich, okay, guck ich mir an, so zack. Er fand es auch super lustig. Hm. Nobody gives a shit. So, Twitch sagt nichts. Aber dann kommt eine Cosplayerin daher und malt sich das Gesicht schwarz an. Zack, das ist auch viel schlimmer. Ist auch der Bildschirm schwarz. Ja. So, und das wurde groß thematisiert, Empörungskultur, ne? Auch hier wieder. Und dann hieß es, ja, das kann man ja auch verstehen, weil Blackfacing war vor 150 Jahren oder so mal aus rassistischen Gründen. Weil man hat sich dann halt wirklich angemalt, so um... die Gesichtszüge von Schwarzen auch ein bisschen als Karikatur darzustellen, so übertrieben. Das machen die in Holland, glaube ich, ne, in den Niederlanden, dass die manchmal zur Weihnachtszeit oder so sich als Schwarze verkleiden oder so. Das traue ich denen zu, den Holländern. Ja, ja. Das traue ich denen zu. Auch. Auf jeden Fall, meine Güte, ich frage mich echt, muss das denn sein? Ich verstehe auch hier den Punkt, ja, das war mal rassistisch konnotiert, aber wenn diese Person sich anmalt, weil sie diese Figur da sehr, sehr cool findet, warum soll sie das denn nicht machen dürfen? Warum ist das so schlimm? Und dann drehe ich es auch wieder um. Und wir wollen ja Gleichberechtigung. Ja. Wir sind nicht alle gleich, das ist meine vollste Überzeugung. Wir sind aber alle gleich viel wert. Gleich viel wert und sollen gleichberechtigt sein. Und wenn ihr mich fragt, wenn da eine schwarze Person oder auch eine asiatische Person daherkommt und die möchte dann Falco cosplayen zum Beispiel, Everybody's Darling Falco, dann sage ich, mach doch bitte. Es ist mir scheißegal, ob sich ein Schwarzer weiß anmalt, um Falco darzustellen. Ja. Und genauso sollte es andersrum. Wie gesagt, ich verstehe, dass das in der Vergangenheit rassistisch verwendet wurde, um auch irgendwie die Schwarzen irgendwie lächerlich zu machen oder irgendwie weiter zu unterdrücken und so. Aber wo ist denn da die Halbwertszeit? Ab wo sagt man denn, okay, was weiß ich, 10.000 Jahre in die Zukunft, da kann man doch nicht immer noch sagen, ja, aber vor 10.100 Jahren, da war das mal rassistisch. Und noch verwirrender ist das folgende Beispiel, ein Michael Jackson-Double, der schwarz ist. Ja. Sich seine Haut blass macht, um Michael Jackson darzustellen, der ja ein Schwarzer mal gewesen ist. Stimmt. Da platzt das links-grün versiffte, lesben-feministische Weltbild. Das stimmt. Was ich auch habe. Also wirklich, es ist mir scheißegal. Ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber ich kann mir vorstellen, dass sich keiner ernsthaft aufregen würde, der ein IQ jenseits der Raumtemperatur hat, wenn sich ein Schwarzer weiß anmalt, weil er eine coole Figur, nicht weil er jemanden dissen will, sondern weil er eine Figur darstellen will, die er selbst cool findet. Es kommt von dem Hintergrund an. So, wenn ich zum Beispiel jetzt, oder wenn jemand Harley Quinn zum Beispiel, also eine blonde Comicfigur, cosplayt oder sich verkleidet, dann setzt sie auch sich eine blonde Perücke auf, obwohl sie vielleicht schwarze Haare hat. Ja. Das stört ja auch keine Blondine. Oder wenn sich eine Frau als Mann verkleidet, was auch oft passiert bei Cosplay-Conventions, dann machen sie sich auch einen Bart dran. Da denke ich mir auch nicht als Mann, oh, die macht mich gerade schlecht als Mann, weil ich Haare im Gesicht habe.
Ich verstehe es nicht. Ist halt so lächerlich, wenn man das genauso, wie du es machst, wenn man es einfach weiterdenkt. Ja. Man könnte das überall ansetzen, man könnte überall sagen, oh, jetzt empöre ich mich mal. Und das ist halt gerade der Zeitgeist, aber es geht mir so auf den Sack. Ja. Das ist schlimm und es geht auch noch weiter. Das ist wiederum ein Thema, was wir hatten. Denn in dem Podcast, deswegen erwähne ich das überhaupt, wurde das halt thematisiert. Und Robin Blase, mein Namensvetter, obwohl ich es nur mache, statt so zu heißen. Du lest, er heißt so, ja. Genau. Der hatte auch einen kleinen Shitstorm wegen Notre Dame. Der hat kurzfristig irgendwie einen Tweet rausgehauen, ohne wirklich zu wissen, was in Notre Dame los ist. Er hat gedacht, da ist ein kleiner Brand und nicht, dass die Kirche gerade übelst in Flammen steht und die ganze Stadt heult. Und hat irgendwie einen Tweet rausgehauen in Verbindung zu Glöckner. Gibt es so eine Politikerin oder irgendwie eine Aktivistin? Ist mir auch scheißegal. Auf jeden Fall hat er das in Verbindung Julia gesetzt. Klöckner, genau, Julia Klöckner, das war's. So, Klöckner von Notre Dame irgendwie oder Klöckner dreht durch, zündet an. Ich weiß nicht, wie der Tweet war. Er hat nach 4 Minuten auch gelöscht. Auf jeden Fall gab es da einen Shitstorm, weil andere Leute haben das gescreenshottet und dann retweetet ein Bild davon. Und dann musste er sich dafür entschuldigen und dann denke ich mir auch wieder, alter Schwede, es ist ein fucking Tweet, der tut keinem weh. Und auch wir hatten das ja das letzte Mal, es ist ein scheiß Gebäude, das brennt. Ja. Ich verstehe auch hier wieder, Mann, sage ich das heute oft, wenn man da noch eine Person reinholt, oh, das ist ja auch dann, ne, dann kommt da noch eine zweite Ebene dazu, aber man muss doch irgendwie auch mal Gags machen können, ohne dass Leute irgendwie, es ist ja auch offensichtlich gewesen, dass das jetzt nicht irgendwie ernst gemeint ist. Es ist ja klar, dass nicht Julia Klöckner irgendwie mit dem Streichholz im Notre Dame rumrennt, so. Das muss ja allen klar sein. Aber trotzdem heißt es dann hinterher wieder, oh, ja, ganz schlimm, das geht ja gar nicht und so. Und die Leute, die sich da über so eine Scheiße aufregen, das sind die Rentner, die am fucking Fenster sitzen und nur links und rechts gucken, dass ja nicht irgendjemand was falsch macht, damit sie sich aufregen können. Das geht mir so auf den Sack. Das sind auch die jungen Menschen. Es gibt auch diese jungen Menschen, die suchen nach irgendeinem Skandal, die suchen nach Gründen, warum sie jetzt jemanden fertig machen können. Aber die sind auch garantiert als Wanst aufgewachsen, auf dem Dorf oder so, und haben genau diese Rentner an den Fenstern sitzen sehen, während die gerade irgendwie, was weiß ich, was so machen. So will ich auch werden. Ja, ich sitze irgendwann auch mal da und habe kein Leben und scheiß nur andere zu. Und was für mich halt der Punkt einfach an dem Ganzen ist, warum mich das so abfuckt. Auf der einen Seite hast du im Jemen die Leute, die irgendwie krepieren, weil die kein ordentliches Wasser haben. Und keinen Sturz. Und keinen Sturz. Und auf der anderen Seite hast du fucking Notre Dame, ein scheiß Haus, was brennt. Sorry, es ist einfach ein scheiß Haus. Es ist ein scheiß Haus. Es wurde irgendwann gebaut und jetzt hat es gebrannt. Und da ist auch ein Klo drin. Das hat ganz lange gestanden. Also seid froh, dass es nicht schon 300 Mal gebrannt hat in dieser ganzen Zeit. Das kann halt passieren, es passiert. Es war ein fucking Unfall. Es war nicht mal ein Anschlag, wo man sagen kann, ey, das müssen wir jetzt irgendwie verurteilen oder so. Ich habe gelesen gestern, dass vermutet wird, dass das so Raucher, also von den Bauarbeitern jemand geraucht hat und das einfach... Das wurde, glaube ich, schon wieder dementiert. Also es war wohl nicht in dem Sinne Arbeitsunfall. Aber ich denke mir halt wirklich, die krepieren da, ja? Im Jem, so. Und auf der anderen Seite kannst du nicht einen Witz darüber machen, dass irgendwo ein scheiß Haus brennt, wo keine Leute drin sind, wohlgemerkt. Ja? Ja, das stimmt. Und das ist einfach nur so ein Punkt, der hat mich irgendwie diese Woche so ein bisschen über die Tage begleitet. Hat dich getriggert, wie man sagt. Ja. Getriggert. Hat mich getriggert. Nee, nicht getriggert. Ich kann das ja auch ausblenden. Aber wenn ich hier diese Bühne habe, dann kann ich ja auch das einfach mal nutzen, um zu sagen, wie absurd diese Scheiße ist, sich über so einen Müll aufzuregen. Saudi-Arabien, die wir mit Waffen beliefern, sorgen dafür. Wir zwei. Ja, wir beide und Herr Kleine. Die sorgen dafür, dass der, und das muss man sich auch vorstellen, in Menschheitsgeschichte der größte Fall von Cholera. Das ist halt auch so ein Ding, was man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen muss. Also die Cholera. Sorgen dafür, dass im Jemen an Cholera ganz viele Leute verrecken. Ja. Und ich darf nicht darüber lachen, wenn irgendwo ein Haus brennt. Das einfach mal ins Verhältnis gesetzt. Meine Güte, jetzt bin ich auch halbwegs fertig. Nein, ich sehe es ja genauso. Ich sehe es ja genauso, dass Satire, dass die Grenzen der Satire immer bei einem selbst liegen. Man muss ja nicht immer alles lustig finden, aber ich finde, man sollte zumindest alles machen dürfen. Ja. Das ist mein Ansatz. Der Punkt ist ja auch folgendermaßen. Im Jemen sterben die Leute, in Sri Lanka sterben die Leute, aber wir bauen eine scheiß Kirche wieder auf. Ja. Setzt euch das einfach ins Verhältnis. So, jetzt bin ich aber auch fertig. Von vielen Billionen Euro. Jetzt können wir wieder Spaß machen und haha, lulli, lulli, haha, lol, lol. Meine Nase ist eh völlig voll. Ich habe die Nase voll. So. Komm, Tino. Was geht bei dir? Ich habe schöne Sachen entdeckt. Und zwar gab es eine Gullideckel-Attacke auf eine Regionalbahn. Okay, davon habe ich gar nichts gehört. Erklär mal. Und zwar ist eine Regionalbahn gefahren durch Bad Berleburg. Wir alle kennen diese schöne Bahnstrecke. Und zwar wurden an Brücken Gullideckel festgebunden. Und die Bahn ist da reingefahren. Ist die dumm? Warum machten die sowas? Warum mache ich die nicht einfach raus? Ja.
Und jedenfalls ist er genau reingefahren, der Fahrer. Und jetzt kommt's. Wer war der Täter? Der Gullideckel. Nein. Du? Der Fahrer der Bahn. Asozial. Was fällt ihm ein? Und ich dachte erst, hä? Ich dachte ja zuerst, dass Gullideckel auf diese Bahn draufgefallen wären, aber nein, die hingen an einer Brücke und angeblich soll es der Bahnfahrer selbst gewesen sein, der hat an dieser Strecke diese Gullideckel befestigt, um da reinzufahren. Alter, das klingt ja nach so Detektiv Conan. Ja, richtig. So ein richtig komplizierter Straffall. Ja. Okay, und ist das jetzt schon bestätigt, oder? Nee, es wird noch untersucht gerade, weil der Fahrer gerade derzeit irgendwie untersucht wird oder befragt wird. Warum hätte er das machen sollen oder wollen? Es stand nicht in dem Artikel drin, den ich gelesen habe, keine Ahnung. Ich fand es nur sehr, sehr witzig. Ja, geil. Wer ist denn der Täter? Aber noch viel schöner ist, vegane Burger gibt es jetzt bei McDonald's ab Montag. Oh, endlich. Endlich kann ich mit gutem Gewissen wieder richtig schön ranziges Drecksfressen in mein Fettmaul reinstopfen. Ja. Oh, geil. Es gab ja vorher schon diesen Veggie-Burger aus so einem Gemüsepatty und einer ganz ekelhaften Soße. Aber ab Montag soll es einen veganen Burger geben. So richtig aus glaube ich, Seitan, Tofu oder so. Bist du denn ein Mensch, der solche Sachen probiert? Ja, ich bin ein großer Fan von McDonald's. Ich sage immer, McDonald's, scheiße fressen, aber gut dabei fühlen, dank dem Veggie-Burger. Ja, nee. Also nicht bei McDonald's, keine Ahnung. Bei McDonald's esse ich maximal mal im Vorbeigehen irgendwie ein Eis für 99 Cent und denke mir dann, Alter, das war jetzt aber auch nur irgendwie gefrorene Milch. Selbst warum habe ich das getan? Das schmeckt scheiße bei denen, finde ich. Aber sonst mache ich bei McDonald's gar nichts, außer die Drive-In-Leute verarschen vielleicht. Das ist in den letzten Jahren ein paar Mal das vorgekommen. Das macht Spaß, ja. Aber ich muss sagen, ich gehe auch nicht hin, so wenn ich entscheiden kann. Manchmal, wenn ich aber auf Tour bin mit Leuten und es hat nichts mehr auf nachts, hatte ich mal, da bin ich zu einem Dreh gefahren nach Berlin und kam erst sehr spät an. Nee, nicht Berlin, Potsdam sogar, das ist so ein Ortsteil quasi. Und da kennt keiner. Kennt kein Schwein. Ist irrelevant. Da war in der Stadt nur noch ein McDonald's auf. Da sind wir halt da essen gegangen. So, ich habe mir Pommes geholt und solche irgendwie, weiß ich nicht, was das war. So. Nee, das weiß Burger man King. Immer nicht. Burger King war das, genau. Das war ja, so ganze Geschichte kaputt. Scheiße. Aber so ähnlich. Und da habe ich die auch da gegessen. Und es ging mir danach hundsmiserabel. Wenn ich da esse, geht es mir schlecht. Ja. Meine Meinung, mein Kommentar. Es ist ja auch so ein bisschen, die Psyche spielt da ja auch eine Rolle. Also vielleicht ist es jetzt nicht alles der größte Dreck da, aber man will halt vielleicht das auch nicht unbedingt unterstützen, weiß ich nicht. Dann geht doch lieber beim lokalen Dönermann. Wir haben ja hier auch so einen lokalen Dönermann, der von Weimar aus gesehen das McDonald's ist, weil der hat immer auf. Ja, bis nachts um zwei manchmal, also am Wochenende zumindest, da gehe ich sehr, sehr gerne hin. Wir haben gar keine Zeit gestellt, ne? Doch, oder? Ich sehe die hier. Du siehst das? Sehr gut. Hör doch mal auf, hier so Meta zu sein hier im Podcast. Ich spreche die vierte Wand. Die vierte Wand, nicht die dritte Wand. Die vierte Witzigerweise Wand. Hast du gerade drei Wände um dich drumherum als Schalldämpfung. Ja, lol, ne? Das könnt ihr gerade nicht sehen, aber ich halte mal ganz kurz die Wand ins Mikrofon, dass ihr es mal seht. Ja, doch. Ja? Also für mich sieht es echt gut aus. Geil, kannst du dir bitte jetzt die Hose wieder zuknöpfen oder muss das sein? Das gehört dazu. Noch ein Thema. Hast du es mit der Komikerin mitgekriegt? Nein. Es gab eine Komikerin, die gibt es auch immer noch, ist immer noch eine Komikerin. Und die heißt Enisa Amani, die hatte irgendwie mal eine ProSieben-Sendung oder so. Ja. Und die war auch Iranerin. Das ist wichtig zu erwähnen. Ja. Nein, ist es halt überhaupt nicht. Aber gut, für die Story, die jetzt kommt, ist es relevant. Und die hat die About You Awards nominiert, nicht nominiert, moderiert. Sehr schlecht und sehr unkomisch, meiner Meinung nach. Mhm. Ich habe es mir auch extra angeguckt, man wollte sich eine Meinung bilden. Ich kannte die bis dahin gar nicht. Die hat irgendwie 50.000 Instagram-Follower und so. Keine Ahnung. Doch, die ist schon vor 5 Jahren bei TV Total aufgetreten oder vor 10 Jahren. Ja? Oder sowas. Hm? War die da lustiger als heute? Naja, also ich kenne auch nur diesen einen Stand-Up von ihr und den fand ich eigentlich ganz witzig, weil sie sich da bei Nazis lustig macht irgendwie, dass sie ja so armselig sind, aber... Ja, das ist ja eine gute Punchline. Ja, und alles, ja. Nein. Sie ist so mittelmäßig, also sie hat auch eine Show auf ProSieben, aber die lief nicht lange. Okay, also die hat da moderiert und ein Stand-Up gemacht, also wenn das hätte ein Stand-Up sein sollen, dann waren da echt wenig Witze drin, muss ich sagen. Und sie hat, der große Punkt, über den sie sich beschwert hat, ist, ich möchte nicht Komikerin genannt werden. Und wenn das nochmal einer macht, dann wandere ich aus nach Nicaragua und züchte Papayas. Das hat sie da gesagt. Mhm. So. Daraufhin hat eine Redakteurin gesagt, ich schreibe da mal einen Artikel drüber. Hat sie daraufhin in diesem Artikel sehr oft als Komikerin bezeichnet, weil sie einfach unwitzig fand und halt ein bisschen sticheln wollte. Mhm. Und daraus hat sich ein riesen Shitstorm, also ein Scheiße-Unwetter für alle älteren Semester, entwickelt.
Der Himmel ging auf und es flog Scheiße vom Himmel. Richtig, richtig, genau das. So wie in Sri Lanka, nur ein bisschen metaphorischer. Genau. Und ja, da kam noch erschwerend hinzu, dass ein AfD-Politiker gesagt hat, hey, der Artikel ist voll toll und so. Und eigentlich, wenn man es ganz zurückspult, ist einfach nur das Problem, sie wollte nicht Komikerin genannt werden und wurde dann Komikerin genannt. Aber da war die Redakteurin nicht die Einzige. Auch Ralf Rute, der sehr bekannte Comiczeichner, hat auch wohl so einen Witz gemacht, wo er sie Komikerin bezeichnet hatte. Und daraufhin gab es auch einen riesigen Shitstorm und hat sich dann in einem sehr langen Tweet entschuldigt dafür. Was halt dumm ist, weil Ralf Rute einer ist, der sich immer sehr ausführlich gegen Nazis und gegen alles einsetzt. Ja, ich habe mir mal die Mühe gemacht, Google anzuschmeißen und die Definition des Wortes Komiker bzw. Komikerin zu googeln. Und da steht, in Varieté oder Kabarett auf witzige Art unterhaltender Vortragskünstler oder Darsteller, Darstellerin spaßiger Rollen auf der Bühne, im Film oder im Fernsehen. Wenn ich mir das so durchlese, finde ich da nichts, was dem widersprechen würde, diese Frau als Komikerin zu bezeichnen. Das ist ja auch so eine moderne Sache, wo ich gleich den nächsten Ranten-Beitrag machen könnte. Denn diese ganzen scheiß Sprachfaschisten, die gehen mir auch auf den Sack. Ich bin ja ein großer Fan der deutschen Sprache und wenn es immer heißt, das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht sagen, dann sage ich nein, ich darf das sagen, ich darf auch Ficken im Radio sagen, ich habe dieses Wort nicht erfunden, jeder kennt dieses Scheißwort. Auch Sie, Herr Kleine, jeder weiß, was es bedeutet und es ist halt einfach im deutschen Sprachgebrauch. Ich will ja kein Amerika, wo dann Fuck zensiert wird, obwohl auch jeder weiß, was gemeint ist. Jeder kennt das Wort. Es ist so absurd. Und wenn sie sagt, ich möchte irgendwie so nicht genannt werden, ich verstehe auch den Hintergrund hier wieder, dass man sagt, okay, wenn sie sagt, ich möchte sie nicht so genannt werden, wenn ich das nächste Mal so genannt werde, dann reise ich aus. Und dann wird sie so genannt, dann heißt das... Aber sie bleibt. Aber sie bleibt. Inkonsequent. Ein Mann, ein Wort. Ich weiß schon, wie ich es meine, Elisa, gell? Da ist ja die logische Konsequenz ganz klar, wenn das jetzt jemand sagt, möchte er, dass sie ausreist. Ja. Nein, möchte ich nicht. Sie kann sehr gerne hier wohnen. Es können alle hierher kommen. Ich kann die aber alle ganz schön als Komiker bezeichnen. Hier hört wenn ich ihr das zuerst, möchte. Ja, Leute in Syrien, Afghanistan, ihr könnt alle hierher kommen. Wenn ich das möchte, kommt. Ich kann auch alle Flüchtlinge in Deutschland als Raumfahrexperten oder so bezeichnen. Ich kann die als Astronauten bezeichnen. Ich möchte es nicht, aber ich könnte und das soll ich auch als Recht haben. So, ich verstehe das, dass sie da gekränkt ist und so und dass das nicht so cool kommt und dass sie sich nicht so gut fühlt, wenn da Anja Rützel sagt, okay, ich fand das gar nicht witzig, was sie da gemacht hat. Das verstehe ich, dass das wehtut. Aber das Wort Komiker per Definition passt halt schon auf die Person. Das macht manchmal nicht die Definition aus, manchmal macht das ja auch das Umfeld aus. Zum Beispiel wollen ja auch viele nicht als Influencer oder als YouTuber bezeichnet werden. Ja, aber da haben sie halt Pech. Welche sind. Da haben sie halt Pech. Deswegen kann ich die trotzdem so nennen. Ich kann jetzt auch sagen, hey, ich möchte nicht, dass ihr mich als asozial bezeichnet, weil ich mal Pranks gemacht habe. Aber das ist euer gutes, es ist euer gutes Recht, die Wahrheit zu sagen. Auch der Begriff Nazi, es ist ja ähnlich. Ja. Laut Definition sind das ja Nationalsozialisten, die Hitler gefolgt sind, die Grenzen schließen wollen, die Juden vergasen wollen, ja, so ganz grob gesagt. Ja. Und deswegen ist es manchmal dann doch schwierig, Menschen wie Erika Steinbach als Nazi zu bezeichnen. Aber es ist ja auch so ein Begriff kann ja auch richtungsweisend sein. So, es geht so in diese Richtung. Wegweisend für die Zukunft. So ist es. Und ich kann es aber nachvollziehen, wenn man sich gewisse Begriffe nicht anheften möchte, obwohl man es vielleicht ist. Ich zum Beispiel, ich war mal Playback-Musiker bei Nick P. Ja. Aber ich möchte mich nicht bezeichnen lassen als Playback-Musiker von Nick P., obwohl ich es gewesen bin. Aber ich will das nicht auf meinen Visitenkarten haben. Okay, ich weiß, wie ich dich in Zukunft immer nenne. Ich sag's jetzt aber nochmal ganz deutlich. Liebe Enisa Amani, du hast 500.000 Instagram-Follower. Das heißt, du trägst in irgendeiner Form zur Unterhaltung bei für viele, viele Leute. Deswegen sage ich nochmal ganz klar betont, bleib bitte hier. Ich finde das ganz schön, dass du hier bist, obwohl ich dich null witzig finde. Ja. Bleib bitte hier, aber lass mich dich bitte einfach Komikerin nennen. Ja. Oder dulde es. Ja? Sie soll es ja nicht gut finden, aber man muss es halt einfach dulden. Tolerieren, akzeptieren. Bitte, ich wirklich, also dieser hässliche Sprachfaschismus, das darfst du nicht sagen und das nicht und Studierende. Und darfst gar nicht mehr sagen, Ausländer raus. Ich verstehe ja bei vielen Punkten, dass es irgendwie da so, ne, hatten wir ja Studenten. Ich persönlich denke, wenn ich das Wort Studenten höre, nicht an eine männliche homogene Masse. So. Ja. Dieses Studierende, um irgendwie alle einzuschließen. Da habe ich auch gesagt, okay, es ist überflüssig, aber ich bin nicht betroffen und von mir aus macht halt und so. Ja.
Aber es wird halt immer absurder. Wenn man einmal diese Tür aufmacht oder diese Büchse der Pandora, da kommt da so viel Scheiße raus. Ja, ich bin auch eher gleichgültig. Ich fühle mich auch angesprochen, wenn ich irgendwo lese, irgendwie Studentinnen, dann, ich bin ja auch einer. Ja. So. Aber das ist ja schon wieder, Studentinnen ist ja klar geschlechtlich gemacht. Ja, aber mit diesem mit dem großen I, ich verstehe schon. Aber wenn man spricht, hört man ja das große I nicht raus. Genau, richtig. Ja. Wobei ja viele sagen, StudentInnen, die machen ja so eine Pause dazwischen. Liebe Studenten. Auch wieder Sprachfaschismus, innen. Das klingt einfach scheiße. Aber ich will ja kein Sprachfaschist sein, ich sage, redet ihr bitte, wie ihr möchtet, aber ich möchte keine Grenzen in meiner Sprache bekommen, denn der gute Ludwig Wittgenstein, und der muss es wissen, der war nämlich in der Grundschule zusammen mit Hitler, der hat gesagt, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Und das ist bis heute meine feste Überzeugung. Je mehr Wörter man weiß, desto komplexer kann man denken. Und je mehr man sich einschränkt, desto eingeschränkter ist man auch im Denken. Dieses Zitat, das widerspricht ja doch eigentlich so ein bisschen. Wenn du sagst, die Grenze deiner Worte sind die Grenzen deiner Welt, wenn du nur sagst Studenten, dann meinst du ja nur Männer, aber du musst ja sagen StudentInnen, dann hast du deine Grenzen ja auch ausgelotet, weil du dann alle bezeichnest, weißt du? Na, das ist ja... Vielleicht? Also, ich sage ja Studenten, Studentinnen, ich sage das ja alles. So, aber der korrekte Begriff ist ja dieses Studierende. Eine. Oder ja, also dieses eine ist der korrekte Begriff und alles andere ist jetzt verwerflich zu tun, quasi. Ja doch, ich achte schon sehr oft drauf. Also ich sage nicht Putzfrau, ich sage Putzkräfte. Da achtest du sehr viel drauf, ja. Aber wenn es eine Frau ist? Ja, dann ist es eine Putzfrau natürlich. Naja, ich sage ja auch nicht Putzfrau zu einem Mann. Aber wenn ich es nicht weiß, sage ich halt Putzmensch oder Putzkraft zum Beispiel. Keine Ahnung, in der Situation war ich noch nicht. In meiner Bachelorarbeit musste ich ja auch gendern und es war sehr schwierig, immer Lehrkräfte und Lehrkraft und Übungsleitung. Ja, aber das sind ja normale Wörter, das wurde ja nicht verändert, also Lehrkörper, Lehrkraft, das gab es ja schon immer. Und da denke ich auch nicht an Männer oder sonst was. Mhm. Bei Lehrer denke ich auch nicht an Männer, erst recht, weil ich viel mehr Lehrerinnen hatte, aber trotzdem denke ich bei Lehrer einfach an, ja, es ist halt eine neutrale Person, da ist das Geschlecht ja auch völlig egal. Vertreter und Vertreterinnen der Gender-Theorie sagen aber, dass die Diskriminierung in der Sprache anfängt. Ich fühle mich auch diskriminiert, wenn ich irgendwie Dinge nicht sagen soll. Ja, es ist ein Geben und Nehmen, glaube ich. Also, genug gerantet. Berichten wir mal über was Positives. Aber zum Thema, achso, ich hätte auch hier noch was dazu gesagt, weil wenn man dann irgendwie seine 500.000 Follower auf so eine Anja Rützel dann schickt und sagt, hier sagt er mal, wie dumm die ist, das finde ich dann verwerflicher, als das Wort Komiker zu benutzen. Außerdem kann sie jetzt auch nicht so viel dafür, dass irgend so ein AfD-Trottel ankommt und sagt, feier ich. So, also von dem, was ich gelesen habe, war das jetzt nicht irgendwie gezielt auf diese Zielgruppe geschrieben. Du bekommst oftmals Beifall von der falschen Seite. Das hast du einfach kannst du dir nicht aussuchen. Nee. Also was Positives, der gute Montana Black, der ist jetzt Bestseller-Autor, das ist ein YouTuber, der schon große Schaffenskraft bewiesen hat, indem er Casino-Spiele gespielt hat für seine sehr junge Zielgruppe auf Twitch. Und der hat jetzt ein Buch geschrieben, beziehungsweise es gab einen Ghostwriter, aber der hat natürlich nur geholfen. Klar, der Montana Black hat alles selbst geschrieben. Ja. Und der hat jetzt so viele Bücher verkauft an Leute, die überhaupt nicht lesen können, dass er jetzt Bestseller-Autor ist. Das ist doch auch was Schönes. Das ist ein bisschen traurig, aber auf der anderen Seite hält es ja auch so ein bisschen die Buchkultur nach oben, was ich sehr gut finde. Ja. Ich hasse wirklich, ich muss es so sagen, ich hasse diese Kindle-Bücher und diese... Und auf Tablets zu lesen, ich hasse es. Das ist nicht so angenehm für die Augen. Das siehst du schon bei uns beiden, ja, dass du auf deinem Telefon deine Notizen anguckst und ich auf mein Buch reinkritzel und Notizen mache. Reinkritzeln in dein Buch, reinfritzeln in die Tochter. Ja, das wollte ich eigentlich sagen. Es war so dumm, aber ich wollte dich auch nicht unterbrechen, aber das ist die ganze Zeit in meinem Kopf gewesen. Aber vielleicht ein guter Startschuss, um wieder ein bisschen fröhlicher zu sein. Ich werde hier nicht hier nur negativ sein. Hallo, liebe Leute, das ist Brennpunkt Internet. Hey, wir sind heute mal hier. ein bisschen ernster gewesen, aber es ist ja auch eine ernste Sache passiert mit Sri Lanka und wenn das alles so ein bisschen überschattet und man aufgrund dessen vielleicht die Woche über News auch ein bisschen negativer wahrnimmt, verzeiht uns an dieser Stelle. Wir sind eigentlich ganz lustige Lollis. Noch ein lustiger Lolli ist Yo Olli, schon weil es sich reimt. Der hat nämlich ein Musikvideo gemacht. Yo Olli ist bekannt dafür, dass er mit sehr jungen Mädchen irgendwie Straßenpranks auch teilweise gemacht hat und so, die immer wieder ein Video hat und die befummelt und sagt, hey, heute wieder 14-Jährige weggebankt. Geil. Also so ungefähr, so hat er es natürlich nicht gesagt, aber gemeint, das Musikvideo war jetzt auch nicht so spannend. Da war einfach eine Person, die aussah wie
jemand, der halt 16 ist oder so, aber sie war zensiert, also kann man es auch nicht genau wissen. Da was, fand das ich die Gesicht oder was war zensiert? War zensiert, ja, da war so ein Smiley drüber. Er hat ihn halt die ganze Zeit an den Arsch gefasst. Das war auch kein Musikvideo, die standen einfach nur vor einem Auto rum, es war super scheiße, aber es hat halt ein anderer YouTuber sich darüber aufgeregt, das hat sehr viele Aufrufe gekriegt. Mhm. Eigentlich wäre es ja geil, Jo Olli einfach zu ignorieren, aber irgendwie bringt er dann doch Klicks. Ist die Musik wenigstens gut? Nee, natürlich nicht. Der wurde ja auch gesperrt, das war jetzt auf einem neuen Kanal, der hatte irgendwie 4000 Abonnenten oder so. Eigentlich hätte es keiner gesehen, so. Aber da kommt der Mois daher und macht natürlich einen Bericht drüber. Genau, wer einmal gesperrt ist, darf nicht mehr einen Kanal aufmachen, ne, auf YouTube. Oh fuck, Alter, wir haben schon 50 Minuten weg und es sind noch so viele Themen. Ja. Ich muss, ein, zwei Sachen würde ich echt gerne noch ansprechen, weil die wichtig sind, so. Der gute Trump muss noch mal erwähnt werden. Ja, sein Twitter-Krieg, meinst du, der Daily Joe Trump? Biden? Nee, Joe Biden. Biden. Ich bin Deutscher, ich rede Deutsch hier. Joe Biden! Nein, aber also ähnlich. Er hatte nämlich auf Twitter ganz viele Bots, die wurden jetzt gelöscht. Also über 5000 wurden in der ersten Welle gelöscht, die einfach immer seine Sachen retweetet haben. Da hat er natürlich dann rumgeheult. Ich habe ganz viele Follower verloren, voll asozial. Und der Twitter-CEO hat dann gesagt, lieber Trump, deine verlorenen Follower sind einfach nur Bots und Spam-Accounts gewesen. Das ist sehr schön. Und im selben Atemzug mit Trump gibt es jetzt auch die Information, dass er im Juni wieder nach England gehen wird oder gehen will. Das steht jetzt auch noch so ein bisschen aus, denn jetzt haben schon die Protestierenden gesagt, danke. Schön, genderneutral, der Aufenthalt vor Ort für den Herrn Trump wird so unangenehm wie möglich werden. Das bedeutet dann so viel wie, der Tee wird lauwarm serviert oder so. Ich denke auch, ja. Nee. Aber es war wirklich in der Vergangenheit so, dass gerade die Engländer sehr, sehr großen Hass gegen Trump auch haben und ihm das deutlich machen. Da gab es ja schon mal was. Und so ein Luftballon, so ein Trump-Baby, das irgendwie 10 Meter groß ist, das letzte Mal schon rumgeflogen ist, das soll jetzt auch wiederkommen und so. Und da hat der gute Trump jetzt schon angedroht, ey, wenn die protestieren gegen mich, na, dann komme ich nicht. Oh, schade. Da werden die sich aber ärgern. Oh, schade. Ja, die Queen ist ja auch kein großer Fan von Trump. Ja. Ganz England ist kein großer Fan von Trump und im Zuge dessen habe ich nämlich noch einen Kommentar von einem Nate White gefunden, den ich sehr interessant fand. Der war auf Englisch, ich habe hier jetzt grob mal auf Deutsch übersetzt, nur die wichtigsten Punkte und ich fand es echt gut, weil so habe ich da noch nie drüber nachgedacht und es ist so, ja stimmt, vielleicht kannst du mir da beipflichten. Warum die Engländer Trump quasi besonders nicht mögen, so. Also, er sagt, Trump hat keine Klasse, keinen Charme, keine Coolness, keine Kredibilität, kein Mitgefühl, keinen Scharfsinn, keine Wärme, keine Weisheit, keine Subtilität, keine Selbstwahrnehmung, keine Bescheidenheit, keine Ehre und keine Grazie. All das, was sein Vorgänger Obama hatte, also laut Nate White, ich zitiere hier, ne? Und der Kontrast macht es umso deutlicher. Das sind halt erstmal so Aufzählungen, wo man sagen kann, ja okay, zack. Aber das Nächste, das war echt so der Punkt, wo ich dachte, krass, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Er sagt nämlich auch, die Briten mögen sehr Humor und obwohl Trump an sich sehr lächerlich ist, hat er noch nie etwas Witziges oder Scharfsinniges oder Humorvolles gesagt. Das stimmt. Das Fehlen von Humor ist laut Nate White so fast unmenschlich. Ja. Und er scheint nicht mal zu verstehen, sagt er weiter, was ein Witz ist. Und das stimmt schon, weil, er sagt auch weiter, da stimme ich zu, seine Vorstellung von einem Witz ist einfach eine krasse Bemerkung oder eine plumpe Behauptung. Es gibt ja dieses, wo er diesen Behinderten irgendwie ja, so nachmacht. Ja. Genau dieses. Und das ist so, was ich von ihm als einziges, als ansatzweise Joke kenne tatsächlich. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber also, als ich das so gelesen habe, dachte ich, ja echt, Alter. Er redet nicht nur so, sondern er denkt auch so, sagt er weiter. Wie ein Bot oder irgendwas, ein simpler Algorithmus. Es ist immer eindimensional, da ist nie doppelter Boden, keine Nuance, keine Ironie oder Komplexität, alles ist oberflächlich. Manche Amerikaner empfinden das als erfrischend, wir, also die Engländer nicht, für uns ist das, als wäre da kein Innenleben, keine Seele. Und das fand ich echt krass, weil ich habe da so noch nie drüber nachgedacht, das stimmt. Das fasst es so offensichtlich zusammen, ne? Er ist halt wirklich, also klar, ne, endlich sagt's mal einer, so diese Mentalität, klar, greift er super ab, aber an sich stimmt, also... Selbst einer, der nicht Komiker ist, macht ja manchmal irgendwie eine ironische Bemerkung oder sowas. Aber sowas kriegt man von ihm echt nie mit. Nee, das stimmt tatsächlich. Das sind Sachen, die man weiß, die man mitbekommen hat, aber die er jetzt sehr gut reflektiert und einordnet. Ja. So wie wir es tun, jede Woche. Bei Brennpunkt Internet. Brennpunkt Internet. Außerdem gibt es noch den Brennpunkt Hörerwunsch. Richtig. Den könnt ihr kaufen für 20 Euro auf PayPal/NosferafuTV, glaube ich. Bestimmt. Seht ihr irgendwo im Internet, findet ihr den Link. 20 Euro, dann sprechen wir über ein Thema ausführlich eine Stunde, welches ihr möchtet. Super geil. Ihr habt die Wahl. Ja,
gab noch viele kleine News. Wir haben ja auch hier in der Vergangenheit über Putin berichtet, der jetzt ein neues Gesetz einführt. Da gab es jetzt den ersten Straffall. Ein Mann wurde verklagt, nee, wie sagt man, er muss Strafe zahlen von umgerechnet 365 Pfund, weil er Putin ein fantastical Fuckhead genannt hat. Ja. So, das war der allererste Fall gegen das neue, der erste Verstoß gegen das neue Gesetz. Und darf die Regierung nicht mehr beleidigen. Richtig. Oder nicht mehr kritisieren. Also ich fände es auch hier schade, hier auch wieder Hashtag Sprachfaschismus, ist heute mein Wort des Tages. Übrigens, der virale Hitler ist für mich dieses Enisa-Ding. Der virale Hitler ist das Wort Komiker. Ja, gerne. Drin. Und hier fände ich es auch traurig, wenn ich jetzt nicht irgendwie Angela Merkel einen fantastischen Fickkopf nennen könnte. Also würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Aber das kann man tatsächlich. Also Merkel ist noch nie gegen irgendwelche Sachen vorgegangen in der Richtung. Ja. Also es gibt ja auch bei uns den Fall von Beleidigung und so, der wird ja auch bestraft so. Aber trotzdem ist es nicht so wie da, dass man quasi auf keinen Fall nicht irgendwie die Regierung kritisiert. Also man muss auch sagen, es ist natürlich, also wenn das nur das ist, ist es auch einfach nur eine Beleidigung, nichts irgendwie Tiefgreifenderes. Übrigens, unsere Regierung ist doof. Wir hatten mal in der Partei so ein Plakat, wo drauf stand, Merkel ist doof. Ja. Und dann wurden wir von der Polizei angehalten, das weiß ich noch damals in Berlin. Da sollten wir das Plakat unkenntlich machen, weil es eine Beleidigung wäre. Dann haben wir das Plakat einfach doppelt gehängt, nebeneinander. Einmal das Merkel zensiert und einmal das doof zensiert. Ah. Sehr klug, ne? Ihr seid so Füchse. Und Merkel wurde dieses Plakat zugeschickt, ob sie Anklage erheben möchte. Und das hat sie nicht getan. Da geht ein Lob raus. Auch überhaupt habe ich das Gefühl, dass sie relativ gut mit Kritik umgehen kann. Auf jeden Fall. So, also ich bin, wie gesagt, auch kein großer Fan, aber auch ja, kein Hater. Sie ist schon halbwegs souverän. Ja. So. Auf jeden Fall das. Meine Fresse, jetzt haben wir schon noch wenige Minuten. Es gab noch so viel, ich spreche mal kurz runter. PepsiCo gibt es ja auch, ne? Die haben für mehr, die sind bei mehr Sachen drin, wo man denkt. Die haben Lay Chips zum Beispiel, Mountain Dew, 7-Up, also Pepsi kennt man Pepsi, ja. Pepsi haben sie sowieso. Die beste Cola, die es nicht gibt. Über Ecken waren sie auch bei KFC und Pizza Hut mitverantwortlich. Also die wollen nur das Beste für uns. Die Aufzählung zeigt nur das Leckerste. Auch in den Kinos gibt es immer nur Pepsi-Cola. Ja. Und die haben 4 Bauern verklagt, weil sie Kartoffeln angebaut haben, die in ihren Lay Chips drin sind. So. Oh. Und da denke ich mir, okay, ein Hoch auf den Kapitalismus, dass man jetzt also Saatgut patentieren lassen kann. Das wissen viele kann. Gar nicht, das ist echt so. Ja, das ist richtig absurd. Ja. Und ich frage mich halt echt, wie haben wir es geschafft, uns selbst davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, genetische Informationen in einem Stück Natur zu patentieren. Ja, doch, das hat ja den Hintergrund, dass du diese Mischung ja kreiert hast. Dass da also, eingegriffen. So wie ich es mitgekriegt habe, ist das jetzt auf jeden Fall nichts im Labor kreiertes. Es war irgendwie irgendeine Modifikation oder sowas, aber es ist nicht irgendwie künstlich hergestellt oder so. Auch da kann ich es nachvollziehen, wo das herkommt, aber ich finde es einfach dämlich, dass man sowas patentiert. Also so ein paar Drecksbauern, die irgendwie $2,000 im Jahr kriegen, müssen jetzt 150.000 Euro Strafe zahlen, weil sie angepflanzt haben. Ja, es ist lächerlich. So. Auf der einen Seite wird der Regenwald niedergebrannt und niedergehackt und auf der anderen Seite werden wir angeklagt, weil wir Bäume pflanzen. Jetzt mal und die machen doch Milliarden, die Pepsi-Cola-Leute. Ja, ich glaube, das ist nur so ein symbolisches Ding. Ah ja, ein Exempel statuiert. Meine Fresse, wir müssen aber langsam echt zum Schluss kommen. Es ist noch so viel passiert. Es gab noch dieses Boris Palmer-Skandal-Ding mit der Deutschen Bahn. Genau, wo dann so Prominente abgebildet worden sind. Nazan Eckes und Nelson Müller, die halt zufällig halt keine weiße Haut haben. Und da hat sich Boris Palmer beschwert, dass die weißen Männer unterrepräsentiert werden. Unter dem Stichpunkt bei mir übrigens Boris Face Palmer. Sehr gut. Danke. Sehr gutes Ding. Ja. Aber wir müssen die Woche langsam zurückführen und Revue passieren lassen und benoten vor allem. Es gab noch so viel, Alter. Irgendwie in den letzten 3 Jahren ist irgendwie in der Antarktis nichts geschlüpft, habe ich noch rausgefunden. Nichts geschlüpft? Nichts geschlüpft in den letzten 3 Jahren. Also keine Tiere geschlüpft. Ja, das ist auch so ein Ding. Und der Mueller-Report, über den wir ja auch schon sehr oft berichtet haben, oder Mueller, ich finde Mueller klingt viel geiler. Ja. Der hat Dutzende von den US-Rallies als von russischen Trollfarmen organisiert herausgefunden. Also der ist ja jetzt öffentlich. Einige Parts sind sehr geschwärzt. Mhm. Aber das kann, also ist so viel, Mann, fuck, wir müssen zum Schluss kommen. Leider.
Es ist eine krasse Woche. Was hatten wir bei der Woche mit Neuseeland? Da hatten wir 7,5. Ich denke schon ungefähr. Also ich würde drüber gehen. Es war natürlich in den Medien weniger vertreten mit Sri Lanka, aber es ist für mich mindestens eine 8. Mindestens, ja. Ich würde sogar eine 8,5 sagen. Ja. Ich fand auch die Sache mit Trump sehr witzig, von Boris Palmer. Das war sehr gut, dass er seinen Rassismus nochmal hat raushängen lassen, wie den Hoden aus dem Tanga eures Videos. Ja. Ich wäre bei einer 8,5 tatsächlich. Machen wir 8,5, denn das ist die erste Woche, die es auch geschafft hat, mich einfach mal wirklich zum Aufregen zu bringen und mich davon wegzubringen, einfach nur haha, lol, zynische Kommentare. Ja, und deswegen 8,5 steht, die Musik ist auch gerade schon wieder unanständig, oder? Ja, das gibt's gar nicht. Meine kommt ihr immer her. Scheiß Radio, ey, andere dreht ihre Musik auf. Nosferatu! Ich hab euch alle lieb. Auf Wiedersehen. Hey boy, will you come?